Das brauche ich, um die beiden Tonspuren hinterher zu synchronisieren. Das ist die Filmklappe quasi gewesen. Die Filmklappe für arme Leute. Ist das nicht wie mit so Lampen? Wieso mit Lampen? Und ich habe eine Frage, wenn ich den Zuschauer direkt angucken möchte, gucke ich in das Gerät, in dieses runde Ding? In diese Kamera, die da steht, genau. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Und wenn ich mich sehen will, gucke ich auf den Monitor, das macht aber keinen Sinn. Hallo, na? Herzlich willkommen. Das ist die Sonderausgabe, also kein Garngemunkel, sondern eine Sonderausgabe mit einem Stargast, den ich hier habe. Und zwar haben Strick mir was, Marco und ich uns überlegt, dass wir einen Jahresrückblick machen wollen. Ja, und weil das alleine langweilig ist, machen wir den mit euch. Herzlich willkommen. Zusammen. Hallo, freue ich mich. Danke. Was sagen wir hier, Gott. Schön, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass ich hier sein darf. Man verfällt automatisch in so Fernsehfloskeln, ne? Ich finde ja auch, du bist auch ein bisschen wie die Anne Will der Strick-YouTube-Szene. Ach, danke schön. Ja, die ist ja auch nicht ganz heterosexuell. Was ich ja bei Fernsehsendungen immer so lustig finde, ist, dass immer, wenn die Moderatoren irgendwelche Gäste begrüßen, dann kommen die rein und dann werden die begrüßt und küssen links und küssen rechts, als wenn die nicht vorher schon bei der Probe 5 Stunden Kaffee zusammen getrunken hätten, hinten beim Catering. Das haben wir jetzt Aber nicht gemacht. wir haben keinen Kaffee getrunken, nee. Also ich Doch. habe Kaffee getrunken, du hast Kaffee getrunken und Wir haben nicht, genau. ja, wir hatten ja gewisse Startschwierigkeiten. Wie meinst du das? Das müsstest du entscheiden, ob du das erzählen Ja, willst. aber die Frage ist jetzt, pass auf, es könnte ja sein, also angenommen jetzt dieser, also wir werden das in zwei Teilen für euch hochladen, weil das Video würde eventuell länger dauern. Ich denke, in 40 Minuten sind wir nicht durch. Glaube ich nicht. Das heißt, wir machen Teil 1 und Teil 2. Den einen Teil laden wir beim Thorsten hoch, bei Just Do It, den anderen Teil bei mir. Reihenfolge ist mir wurscht, können wir machen, wie wir wollen. Jetzt könnte es doch aber sein, angenommen, das ist jetzt Teil 1 auf deinem Kanal. Du hast ja auch andere Zuschauer, vielleicht. Dann weiß ja gar keiner, wer ich bin und andersrum. Wobei, das ist, glaube ich, Quatsch. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass das irgendjemand nicht weiß, wer du bist. Möchtest du dich einmal vorstellen? Ich glaube schon, Nein. dass wir mit dem Video auf meinem Kanal anfangen. Ach, ist das so? Warum? Ach ja, doch, ich verstehe schon, warum. Wir nutzen, ja, ist ja genau. Gewisse Ja, ist klar. politische Gründe. Politische Gründe. Hallo, ich bin der Marco. Ich habe einen Kanal auf YouTube, der heißt Strick mir was, Punkt. Ich bin Ja. 38 Jahre und wohne auf dem Dorf. Das war jetzt die eloquente Vorstellung von Marco. Bevor wir aber anfangen mit dem Jahresrückblick, was ist eigentlich im 2019 so in der Welt des Strickens irgendwie spannend, bemerkenswert, spektakulär oder todtraurig gewesen? Habe ich noch eine Altlast und da nutze ich jetzt Marco mal als Kamerakind. Ich möchte jetzt gerne live noch den Gewinn von der letzten Gangemunkel-Folge verlosen. Das Stephen Das Westnitz-Buch. war das mit Amsterdam, gell? Genau. Ah. Und den beiden Strängen hier. Marco darf natürlich nicht mitmachen, weil er jetzt quasi ja befangen ist. Ich habe das schon vorbereitet auf dem Computer und Marco nimmt jetzt einmal live hier mein Handy und filmt das mit, während ich jetzt hier die Auslosung mache. Einfach, damit ihr live dabei seid und mitfiebern könnt, ob ihr gewonnen habt oder nicht. So, das ist jetzt hier so eine Software, die man extra nutzen kann, eben ein sogenannter Comment Picker, wo man eben eingibt, um welche Webseite geht es, also um welches YouTube-Video geht es, und dann das Codewort eingibt. Und insgesamt haben 627 Kommentare das richtige Codewort gehabt. Und dann klicke ich jetzt mal hier auf raussuchen. Und die Aha. Spannung steigt, die Spannung steigt. Ja. Wir haben einen Gewinner. Ah, guck mal. Friesen Nordfriesenherr. Nerz, nicht Herz. Nordfriesen-Nerz. Nordfriesenherz hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was hat die Amsterdam? Sie hat kommentiert: Amsterdam, mein Gatte und ich planen schon seit längerem einen Besuch bei Steven und Penelope. Ich musste erst mal googeln, was Texel ist. Dachte schon wieder eine Chemiefaser mit blumigen Namen. Ist aber Wolle vom Texelschaf. Übrigens sehr schöne Videos. Ich sehe dich sehr gern. Das freut mich doch. Ja, Glückwunsch! herzlichen Glückwunsch, Nordfriesen-Nerz. Bitte schreib mir doch in deinen Kommentar einfach, wie ich dich erreiche. Oder schreib direkt an meine E-Mail-Adresse thorsten@justdoit.work deine Adresse, damit das Ganze für dich auf die Reise gehen kann. Ja, vielen Dank. Da freut die sich bestimmt. Zeig mir mal die Wolle bitte noch mal kurz. Ja, das ist halt ein Knäuel von dieser Ah. Mohair, dieses Glow Hair von Steven West Und die West. und die West Wool. Und da ist halt Texel drin. Texel ist ja so eine kleine Insel in der Nähe von Holland. Und da gibt es wohl das Texel-Schaf. Und die Farben sind eben alle aufeinander abgestimmt. Das ist halt hier so ein, das heißt
Lichen oder Leitschen oder sowas, also wie dieses. Wie Litschi? Nee, das ist, kommt von dem Moos, dieses helle Moos, was irgendwie an Steinen so wächst. Das heißt auf Englisch halt Leitschen. Und daher kommt die Farbe. Ja, viel Spaß damit. Vielleicht schickst du mir ein Foto, wenn du was draus gestrickt hast, Herzlichen Glückwunsch. wie du es verwendet hast. Gut gemacht. Also, du hast eigentlich nichts gemacht, aber gut gemacht. So. Dann kommen wir jetzt. Da, 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 da. Wir machen einen Jahresrückblick 2019. Frohes neues Jahr wünschen wir euch natürlich noch. Stimmt, frohes neues Und Jahr. war so Glück. Glück, insgesamt Glück. Genug Zeit zum Stricken vielleicht, genug Geld, um Wolle zu kaufen, um mal hier schön zielgruppenorientiert zu sein. Hast du eigentlich schon mal einen Podcast mit jemand anderem aufgenommen? Nee, gell? Nee, das ist hier mein erstes Mal. Also für alle, die sonst das so gerne mögen, weil der Thorsten ja sehr strukturiert ist in seinen Videos, gell? Das mögt ihr ja, deswegen seid ihr hier. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich keinen Zettel vorbereitet habe. Aber keine Sorge, ich habe natürlich einen Fahrplan. Also immer wenn wir quasi eine Umleitung fahren oder eine kleine Abzweigung, eine Abkürzung, dann haben wir meinen Zettel, dann komme ich vielleicht wieder ein bisschen zurück. Ich nehme meinen Instagram-Feed zur Hand, um dann zu wissen, wann, was, wie sowas halt war. Alles klar. Also, so dachte ich das. Weißt du? Ich habe ja mal so ein paar Schlagworte organisiert. Bei diesen Jahresrückblicken gibt es ja immer so Kategorien und ich dachte, ja, kann man auch mal ein paar Kategorien überlegen für 2019 Stricken und Wolle. Und ja, da quatschen wir einfach so ein bisschen Machen drüber, wir. wie wir das gesehen haben. Wollen wir mal anfangen? Sehr gerne. Sagen wir uns gegenseitig ein Schlagwort und dann sagen wir einfach irgendwie, und wollen wir den Schweigefuchs einführen? Der Schweigefuchs. Ich habe Was ist keine denn Ahnung, warum. der Schweigefuchs? Naja, wenn du Sachen sagst, wo ich denke, oh, dann mache ich so. Und das heißt dann für mich? Schwein. Fresse halten. Können Nö. wir, kannst du ja Ja, komm, versuchen. dann los. Also fangen wir jetzt vorne an im Jahr oder einfach so kreuz und quer? Ich habe halt Kategorien. Ach so. Na dann macht, dann ist, freue ich mich. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das erste ist, was da auf deinem Zettel steht. Gut, ich kann dir einfach mal fragen, ohne meine Stichpunkte. Hast du im Kopf, was wurde denn 2019 jetzt viel gestrickt? Gab es irgendwie Der so Snuggle-Cowl. Anleitungen, die ganz oft von vielen gestrickt worden Der sind? Snuggle-Cowl. Der Richtig. wurde richtig oft, also jetzt gerade so in der letzten Jahresviertel, wurde der sehr, sehr oft gestrickt. Der ist auch schön. Das Steffen West natürlich, der Mystery Star, hier das Weihnachtssterntuch. Starfleck, ja. Wie bitte? Ich habe es nicht ganz Nee, verstanden. hässlicher Lumpen. Also, mir ging es ja so, als ich den ersten Clou gesehen habe, so die ersten Fotos. Da könntest du jetzt wieder was dazu sagen, wie man denn bitte auf Instagram seine Clues veröffentlichen soll bei irgendwelchen Mystery Calls. Ich Nein? habe mir gedacht, ich versuche heute relativ freundlich zu sein. Schade. Jedenfalls habe ich gedacht, als ich diesen ersten Stern gesehen habe, oh nee, das ist nicht meins, Gott sei Dank, dass ich nicht mitgemacht habe. Ja. Und weil einfach wieder auch die Hälfte der Leute zu dumm ist, echt, ach so, das hätte ich jetzt nicht Bitte. erklärt, zu doof ist, einfach mal so ein Spoilerbild davor zu machen. Ich hasse das. Also wenn man das Internet nicht bedienen kann, dann einfach bitte den Router ausmachen zu Hause. Also für die, die es jetzt vielleicht nicht verstanden haben direkt, das war ein Möchte Mystery Call, das heißt, es doch wurden immer nicht. so in irgendwelchen in Teilen irgendwie veröffentlicht. Und wenn man trotzdem seinen Teil zeigen möchte, so viel wie man gestrickt hat, dann macht man halt bei Instagram, kann man ja mehrere Bilder veröffentlichen, als erstes Bild halt so einen Mystery Call, so ein allgemeines Bild, dass jeder weiß, wenn ich jetzt weiter scrolle, dann sehe ich Bilder, die ich vielleicht nicht sehen will. Man hat also selber die Entscheidung. Es gibt aber auch immer Leute, die das eben irgendwie nicht schaffen. Und dann gleich ihren Fortschritt da posten und man sieht dann leider eben, wie es aussieht. Und die Idee ist ja bei Mystery Call, dass man strickt und sich überraschen lässt, wie es aussieht. Aber das ist auch, das ist wie gegen Windmühlen reden oder so. Versteht ihr kein Mensch. Genau, das Snuggle Call, das Starflake Call, was wurde denn noch viel gestrickt? Ich habe ein bisschen recherchiert und nachgeguckt. Wurde vorne im Jahr was gestrickt? Im Sommer wurde wahnsinnig viel produziert. Überraschenderweise gab es ein richtiges Sommerhighlight. Im Stricken und sogar auch im Häkeln. Na. Das, was als erstes auf deinem Zettel steht? Diese hässliche Tasche? Die Edda Bag. Die Edda Bag wurde ja rauf und runter geklöppelt in allen möglichen Farben so. Und also die war, ich habe es nochmal geguckt, die war im Sommer wirklich das Sommerloch-Highlight quasi. Von allen geliebt und gestrickt, außer von mir. Und du hast auch keine gestrickt, ne? Nee, dafür hast du bei anderem Quatsch mitgemacht. Also was für Warte, mich. stopp. Da kommen wir noch zu. Also Okay. diese
wo ich auch zu doof war, zu sagen, dass ja, also ne, da ich nehme mich ja nicht aus mit diesem Spoiler, da war ich auch wirklich sehr dumm in meinem einen Video. Schade, gesagt, das wollte ich eigentlich erzählen. Ach so, kannst du denn noch. Also gut, hier eine Tasche stricken, freue ich mich halt. Das kommt mir halt immer so vor, wie wenn ich gar nichts mehr weiß und sogar, dann mache ich so ein Einkaufsnetztaschending. Oder stricke einen Gnom. Oder stricke einen Gnom. Das habe ich ja wirklich nicht verstanden. Ich stehe ja echt nicht so auf Püppis und Dekorationen, die keinen Sinn und keinen Zweck haben, aber irgendwie gab es so ein Virus und unglaublich viele Leute sind erkrankt und haben dann diese, in meinen Augen auch wirklich hässlichen kleinen Strickfiguren gestrickt, diese Gnome. Warte mal, habe ich die nicht doch irgendwo weggekommen, damit die Leute. Auch Marco hat dann irgendwann gesagt, dass er auch so ein Ding gerade arbeitet. Ich habe es echt nicht verstanden. Schau, ich habe so ein Spoilerfoto davor gemacht. Sehr ordentlich, ja. Also es gibt wirklich bessere Möglichkeiten, seine Wollreste loswerden. Also, wenn euch das gefällt, sehr gerne. Wenn ihr vielleicht Kinder oder Enkelkinder habt, sich darüber freuen, auch sehr gerne. Ich kann mit so Dekorationsobjekten, die, also ein Kissen ist okay, da kann man sich mal drauflegen, aber Sachen, die einfach keinen Sinn und Zweck haben und dann noch so figürlich sind, ist absolut nicht meins. Okay, also wir haben Gnome gestrickt, wir haben die Adderback gestrickt, wir haben den Starfleck gestrickt, wir haben den Snugglecowl gestrickt. Wurden nicht auch diverse Rundpassenpullover von irgendwem gestrickt? So Zweigs oder so? Genau. Irgendwas war mit Zweig. Der Zweig wurde viel gestrickt. Ich glaube, da gab es auch mehrere Knit-Alongs. Kann das sein? Ich bin aber nicht sicher gerade. Ja, da gab es mehrere Knit-Alongs. Ja, da gab es ja auch schon ein bisschen Trouble. Irgendwie gab es da so ein bisschen Streiterei. Das dürfen Knit-Alongs nee, weißt du, parallel sein? Pass mal auf, du willst immer nur im Dreck wühlen. Immer, du bringst es auf den Tisch. Ich sage einfach nur, es gab mehrere Karls, würde das so stehen lassen. Nee, du musst wieder schön oben drauf, so wie man dich kennt. So ist halt die Realität gewesen. Ne? Die Realität war, dass es ein bisschen Tanz gab in der Strickszene. Es gab ja viel Tanz im letzten Jahr in der Strickszene, kommen wir noch zu. Was noch viel gestrickt worden ist, was ich ganz lustig fand, war dieses Pfauenmuster. Das kam so aus der Versenkung. Ich weiß wirklich allen Ernstes, ich habe in den 80er Jahren meiner Mutter mal ein Pfauenmuster-Pullover gestrickt, dass ich das jetzt nicht vorstellen kann. Also ein paar krausrechte Reihen, die dann aber so wellenförmig werden und darüber gibt es so ein Ajourmuster. Und dadurch, dass das Ajourmuster halt irgendwie so ein bisschen faunförmig auseinanderpfächert, entsteht halt dieses Faunmuster. Wurde daraus ein Tuch gemacht oder war das ein eigenes Tuch oder wurde einfach nur das als Muster genommen? Oder? Als Muster. Ich habe das sowohl als in Pullovern gesehen, okay, als auch in Tüchern. Das war in den 80er Jahren mal total angesagt. Da warst du noch zu klein für. Und hat jetzt so eine, irgendwie so eine Reminiszenz erlebt, wo ich dann jetzt auch denke, wann kommen denn jetzt die Fledermaus-Ärmel-Pullover wieder? Eigentlich, geil, so einen hatte ich früher. Eigentlich mussten doch alle Wollgeschäfte total dafür sein, weil einfach nochmal 100 Gramm mehr Wolle verkauft wird, wenn du Fledermausärmel strickst. Ja. Ja, müssen wir mal Tanja Steinbach vorschlagen. Sandra Grosser braucht ein Fledermausärmel-Modell. Die macht ja alles. Die macht alles. Und vielleicht so mal eins herrentauglich für Marco. Tanja, alles Liebe. Auch privat. Die, das ist eine süße Maus. Die war absolut. Ja auch. Mein, also können wir so ein bisschen hin und her mischen? Unbedingt. Mein Highlight, ich war ja in diesem Jahr, also im letzten Jahr, auf zwei Workshops. Einer bei ca. 700 Grad in so einer Butze. Und da war Tanja Steinbach auch. Und das war sehr, sehr süß. Das, die kam mit ihrem Mann da, glaube ich, mal lang gestiefelt. Gell? Der hat gesagt, okay, ich guck mal. Die ist einfach lieb. Da kann man nichts anderes sagen. Die ist einfach. Und du siehst es halt auch überall. Gell? Ich war neulich in Wiesbaden im Hugendubel. Lauf da so rum und wollte eigentlich Yankee Candle Kerzen kaufen und dann liegt da so ein Buch, wenn sehe ich Tanja Steinbach. Da dachte ich, hier, die hat es geschafft. Die hat es geschafft. Wenn du bei Hugendubel oben bei den Kerzen liegst, hast es geschafft. Wurde von der nicht auch irgendwas gestrickt? Warte mal kurz. Ja, nee. Doch. Die hatte, die Topflappen, das war nicht von ihr, oder? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Doch, die hat Schattenstricken wieder so ein bisschen en vogue gemacht. Das ist auch so eine Technik, die ja irgendwie länger im Schatten stand. Hahaha. Ha, ha. Oh Gott, bitte. Oh, bitte. Und irgendwie, ich also, wusste nicht, dass das hier so wird. Das ist so Unsinn im Schatten. Also jemand war das eine Technik, die hat lange irgendwie niemand so auf dem Schirm gehabt. Und Tanja Steinbach hat so Schattenstricken wieder ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Und das ist ja auch eine ganz lustige Technik. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Hat die Iris nicht auch mal so ein Riesentuch im Schattenstricken gemacht von der Ute nach HT? Ja, genau. Also du brauchst halt eine bestimmte Perspektive, damit du das Motiv erkennen kannst. Ach, wie früher diese Bildchen, wo du so oder so diese Sachen, wo du drauf schnellen musst. Okay. Mhm. Aber das ist nicht das, was ich meinte. Okay. Ich dachte von ihr, irgendwas hat die doch... Oder bei Topflappen fällt mir ein, es gab so einen Topflappen, der auch ganz viel gestrickt worden ist. Bakers
Genau. Irgendwas. Aber das war nicht von Tanja Steinbach. Nee, genau. Aber hat die nicht das mit dieser Tasche gemacht? Make Me Take Me? Nein, Make Me Take Me ist ja eine Aktion von der H&H gewesen. Hier, Schwanzdrucker, egal, vergessen das, was weiß ich. Gott. Also da war ich falsch. Aber Topflappen wurden auch, ich glaube, das war Anfang vom Jahr, diese Bakers. Ja. Oder war das? Bakers das, irgendwas, das genau. War 2018? Nee, das war, nee, das war auch, glaube ich, das Jahr. Genau, die haben auch ganz viele gemacht, wo ganz fancy oben dieser Kringel aus iCord dran war. Genau. Das war auch schön, haben ganz viele alle Leute Topflappen gestrickt. Da hatte ich auch hier Freunde. Ah, von Tanja gab es noch einen Waschlappen. Das war dieses Jahr. Ich hätte so ein Waschlappendesign gemacht irgendwie. Ich finde, jetzt haben wir auch genug. Ich finde auch. Tanja, dann Tanja, überweisen, gell? Also das jetzt, war's jetzt. Also du kannst jetzt abschalten, wir werden dich nicht noch genau, mal erwähnen. Aber denk dran, überweisen, gell? Die Rechnung ist raus und denkst du dran, gell? So, das war das. Warte mal, wen, genau, die hat uns angefragt, dass wir sie erwähnen. Dann hatten wir noch zwei, die uns eine E-Mail geschickt haben. Wir sollen sie auf jeden Fall erwähnen. Da müssen wir auch eine Rechnung machen. Denkst du näher mit dran. So. Ich hab das schon in Bar bekommen alles. Ach, du hast es bekommen. So, machen wir mal weiter. Ja, was ich gerne noch sagen wollen würde, aber ich weiß nicht, ob du das oben einblendest, dass hier das eine Werbesendung sein könnte. Das kann man ja bei YouTube so einstellen, dass das YouTube einblendet. Das mache ich immer. Dann kann ich mir den ganzen Quatsch nämlich sparen, das zu erwähnen. Dann wird das immer unten eingeblendet am Anfang, wenn man das Video guckt und man ist es dann los. Ich sag's mal pro forma. Wie schön die Tulpen da auf deiner Fensterbank. Was die vom Wochenmarkt? Vom Lidl. Schön. Sagst du Lidl oder Lidl? Lidl. Lidl. Wollfeste. Auf welchen Wollfesten warst du im letzten Jahr? Ich war in... Und warum? Und warum nicht? So, fangen wir vorne an. Ich glaube, mein erstes Wollfest im neuen Jahr war Edinburgh. Also das Wollfest in... Gott, ja, ich war im Ausland, ja, ja, International ja, Star hier. Klein Kleckerbach Süd, weißt du, nie. Also, es war unterm Strich war es dasselbe. Ich war ja in... ja, erzähl mal, Edinburgh. In Edinburgh. Ist das anders gewesen? Nein. Ich bin mit Astrid und Viola hingeflogen, weil da Filz Tasche und Gedöns. Waren wir in Edinburgh, sind wir hingeflogen mit dem Flugzeug. Ganz nonchalant. Mhm. Es gab ein Häppchen. Achso, das interessiert also auch kein Häppchen und ein Sekt. Blablub. Dann waren wir da auf dem Wollfest. Und am Strich, Freunde, war es wie, keine Ahnung, das Wollfest im Westerwald. Oder wie das Wollfest in Kleinkleckerbach Süd. Es waren ja mal ein paar andere Aussteller da, aber die hatten halt auch nur Wolle. Oh nein, schaffst du es? So. Die hatten auch nur Wolle. Die war auch bunt gefärbt. Und da war jetzt nichts, wo ich sage, oh. Oh. Okay. Also nö, es war schön, ja. Das war auch eine süße Erfahrung, weil ich da auch so ein bisschen mitgetüdelt habe. Ich meine, die Stadt ist super süß, ne? Edinburgh. Ne, da habe ich nicht so viel von gesehen. Okay. Weil wir halt nur auf dem Wollfest waren, ne? Und wir, aber wir haben viele Taximeilen hinter uns. Das haben wir gemacht, das war schön. An sich war das schön. Unser Ferienwohnungsapartment war schön. Der, ist das Schottland? Edinburgh? Nein, Quatsch. Der, ja. Der Edinburghianer. Ist das das Wortleid? Ist ein sehr netter Mensch. Der Schotte an sich? Der Schott ist, es war Schottland, stimmt, sagt das doch. Der Schotte an sich ist auch schon ein netter Mensch. Mhm. Und sie sind wirklich sehr, sehr freundlich. Die fahren halt auf der falschen Seite Auto, das ist ein bisschen bekloppt. Aber die sprechen halt ein scharfes Englisch, ne? Ich habe einmal so einen Typen auch in Glasgow gefragt, wo der Weg ist. Und er war, over the bridge, turn the left and right. Und ich so, hä? Die essen auch so ganz merkwürdiges Blutwurstzeug. Auch Essen. Ich war mal in Schottland und da habe ich wirklich die höchste Ansammlung von Kalorien in einem Verzehrstück gefunden. Und zwar gab es da einen Deep Fried Mars Bar. Die haben also einen Mars-Schokoriegel genommen, den in so eine Art Bierteig gepackt und das Ganze nochmal frittiert. Also mehr Kalorien auf einen Bissen gegen, glaube ich, nicht. Hier bist du auch satt. Musste ich auch essen und genauso war der Punkt. Nach der Hälfte hast du echt gedacht, ich esse die nächsten 24 Stunden nicht mehr. War Leipzig nach Schottland? Ja. Dann war ich noch in Leipzig auf dem Wollfest. Das ist immer wieder eine Reise wert. Stimmt, war ich dieses Jahr nicht, weil es mir irgendwie zu stressig war, weil die H&H so direkt dran war. Kommt die danach? Ja. Perfekt. Also dann war ich natürlich noch in Leipzig auf dem Wollfest. Das war vom Klima ungemütlich wie immer. War es denn wärmer? Nein. Nein. Also da haben wir uns ja kennengelernt. Auf dem Leipziger Wollfest haben Marco und ich uns das erste Mal gesehen. Doch. Aber nicht miteinander gesprochen. Wir haben uns auf der H&H 2018 das erste Mal gesprochen. Ich habe dich gesehen auf der H&H. Ja, ich gesehen, wir haben nicht gesprochen. Gesehen habe ich dich auch. Aber dieser abwertende Ton gleich dabei, ne? Naja. Tja.
Leipzig, ja genau, es war kühl wie immer. Aber schön, war eine süße Reise. Waren viele, viele nette Leute da. Also das ist ja in Leipzig immer ganz schön. Da triffst du ja echt viele Leute. Also viele Zuschauer, andere YouTuber, was auch immer, Wollfärbeaussteller, so dieser ganze Knallradatsch. Weil das ist irgendwie ganz süß. Ja. Und dann waren wir schon auf der H&H, da waren wir zusammen, gell? Ja, genau. Haben uns getroffen. Warst du bis dahin noch auf keinem Wollfest in dem Jahr? Nee. Ich war dieses Jahr wirklich sehr, sehr, ich habe gerade mal zwei geschafft, sehr geizig und sehr rudimentär. Ich war einfach echt beruflich unglaublich viel unterwegs und deswegen. Dann waren wir auf der Hund- und Heimwerkermesse. Genau, so. Da waren wir. Ja. Dieses Jahr, ja. Die war auch dieses Jahr, wie das Jahr davor. Oder auch denkst, tut das Not? Also ich bin da immer gerne, aber. Ja, aber du quasi einen Tag zum Gucken quasi. Ja, du, machst und ja auch so, du machst ja auch so Business-Dinge. Du filmst ja auch irgendwen irgendwas und guckst dir irgendwelche Modenschauen an und irgendwelche Taschen und sowas. Ja, Business, ich mach das für meinen YouTube-Kanal. Ach so. Ja, ja. Und ansonsten finde ich es aber auch einfach immer den Ort zum Rumquatschen mit allen möglichen Leuten. Also zum einen YouTubern, aber auch anderen Leuten und natürlich auch wieder mit Garnherstellern Kontakt machen hier. Man will ein neues Design machen. Für Ome Zeug abgreifen. Darum geht's, wenn wir mal unterm Strich ehrlich sind, geht's um darum, um für Ome Zeug abgreifen. Hallo. Jeder hat so seine eigene Wahrnehmung. Das stimmt. Aber weißt du, wie wir da getroffen haben? Die Jennifer Roschinski, das war eines meiner Highlights 2019. Nee, habe ich nicht getroffen. Du hast sie vielleicht getroffen, ich habe sie nicht gesehen. Jennifer, es tut mir leid, er ist verwirrt. Thorsten, die ist mit uns da rumgelaufen. Wir waren mit der zusammen. Doch, stimmt. Oh mein Gott. Ich bin wirklich verwirrt. Schäppjes. Sorry. Am Treppjes. Richtig. Ja, sag mal. Also, Jennifer. Waren zu viele Menschen. Nee, das war tatsächlich eines meiner Highlights, weil die gucke ich, das, mit der habe ich angefangen. Bevor ich YouTube-Videos gemacht habe, habe ich die auch ganz viel geguckt. Und das war so ein kleines, da hatte ich so einen kleinen Fangirl-Moment. Den habe ich relativ selten. Aber da hatte ich einen, das fand ich süß. Wir hatten die Mickey, warten wir dabei. Aber naja. Wer euch jetzt fragt, wer ist das? Wir kommen später auf das Thema. Keine Ahnung. Dunkel. Da, vielleicht denkt ihr auch, wer ist das? Kommen wir später zu. Okay. Jetzt bitte beruhigt dich schon mal. Jetzt bitte beruhigt dich. Dann waren wir auf der Hundenheimwerker, genau. Das war ganz süß. Da wurde das mit dieser Make-Me-Take-Me-Tasche. Das fand ich eine sehr schlimme Veranstaltung. Entschuldigung. Aber so ist es. Da wurden dann nicht alle Blogger in so einen dunklen Raum gezerrt mit Häppchen und Bionade. Und dann ging es da um diese Taschen. Das war doch da, wo wir dort in diesem Kapuff gesessen haben. Ja, das war doch dieses Blogger-Event der Hund- und Heimwerker-Messe. Und guck mal, so unterschiedlichsten Perspektiven. Also es war kein Kapuff, sondern es war der Ort, an dem halt dreimal täglich die Modenschau auch stattgefunden hat normalerweise. Der Laufsteg Kapuff. Mit der Bestuhlung. Ja, so ein dunkles Kellergewölbe. Im Vergleich zum Jahr davor, finde ich, haben die total gelernt, weil es gibt halt immer so ein Blogger-Treffen, wo sich alle Blogger einmal dann treffen und klar geht es natürlich dann darum, die einmal zu informieren über irgendwelche statistischen Zahlen, aber auch irgendwie denen ein bisschen Wolle zukommen zu lassen oder was auch immer. Und das Jahr davor, also 2018, war das einfach völlig überfüllt und man, wir haben so eine Grenze gehabt, wo man nicht mehr reinkam. Weil jede Milchkanne auf einmal Blogger ist. Genau, und dann gab es halt so alte Wolle verschrebelt, die die Händler sowieso schon nicht mehr wollten. Die konnten dann die Blogger mitnehmen, was totaler Quatsch ist, weil es geht ja darum, dass der Blogger ein bisschen vielleicht Wolle zeigt, die neu ist, auf die man Lust bekommt und nicht um irgendwelche Kellerräume leer zu machen von Wollherstellern. Ja. Aber wir haben doch gar keine Wolle bekommen. Vorletztes Jahr konnte man Wolle auch. Und ja, wir sind dann gegangen, weil wir da keinen Bock drauf hatten. Stimmt. Und dieses Jahr fand ich das wirklich viel besser, weil es eben in diesem Modenschau-Dings gab und da gab es erstmal so alle möglichen Informationen und diese Make-Me-Take-Me-Taschenaktion fand ich ganz cool. Also in meiner Wahrnehmung ist das so, dass die nur über diese Make-Me-Take-Me-Tasche gesprochen haben. Nein, die haben auch ein bisschen was zur Statistik gesagt. Also wie viele Leute stricken. Da habe ich zum Beispiel das erste Mal erfahren, dass der Stricktrend leicht zurückgeht zum ersten Mal seit Jahren. Mhm. Da warst du vielleicht noch mit Schnittchen beschäftigt. Nee, vielleicht war ich da auch krank. Oder, war oder wie auch immer. Und diese Make-Me-Take-Me-Tasche, ja, das war schon sehr ausführlich, aber es ist doch auch eine ganz coole Idee, nicht nur die Tasche zu machen, sondern sie auch weiter zu verschenken. Also das finde ich so als Geste schon auch schön. Mhm. Wir haben alle eine Make-Me-Take-Me-Tasche bekommen, hat mir eine in grün aus. Das ist richtig. Das stimmt. Hast du deine verschenkt? Nein. Warum soll ich das denn machen? Es geht ja darum, so den Gedanken für Nachhaltigkeit, für eine Tasche mitnehmen, nicht immer eine Plastiktüte zu kaufen, beim Einkauf irgendwie so ein bisschen und durch so eine positive Geste
Altruismus setzt sich ja fort, heißt das ja. Gut, ich glaube, wir beenden das Thema an dieser Stelle. Weiß ich nicht. Dieses Nachhaltigkeitsding, ich häkle mir mein Abschminkpad oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, finde ich wichtig. Komma, aber. Nee, keine Ahnung. Ja, finde ich wichtig. Punkt. Gut. Alles, was mit aber, das ist. Hm? Kommen wir mal zu den Wollfesten zurück vielleicht. Gerne. Eigentlich ist die H&H ja auch kein Wollfest, sondern eine Messe. Stimmt, weil man kann ja nichts kaufen. Nach der H&H, das nächste Wollfest bei mir war dann Düsseldorf im Sommer. Warte mal kurz, ich guck mal eben, wo die Hund und Heimwerker war. Wo sie immer ist, Ende März. Da. Oh nee, weißt du was? Ja, genau, doch, das war süß. Leipzig war nach der H&H. Dann war es eine Woche danach, weil es sehr, sehr zeitnah, deswegen bin ich nicht nach Leipzig gefahren. Nee, und dann war schon fertig. Und dann war tatsächlich Düsseldorf. Wo du ja gar nicht warst. Stimmt. Warum nicht? Ach nee, weil ich früher ging nicht. Wollten wir aber eigentlich, gell? Ja. War Düsseldorf süß für dich? Du warst aber nicht, doch, du warst doch auch bei Kiel geholt. Nee. Düsseldorf war. Es ging so, das Problem in Düsseldorf war, oder was heißt, ich habe immer gesagt, Düsseldorf ist so toll, weil es eben klimatisiert ist. Und im Hochsommer, lustigerweise ist es ja immer bei diesen Sommerstrickfesten, habe ich das Gefühl, besonders heiß, ist es natürlich schön, im klimatisierten Raum zu sein. Und dieses Jahr war die Klimaanlage irgendwie, hatte Schwierigkeiten anzuspringen, weil alle möglichen Leute immer rausgerannt sind aus diesem Raum, auf diesen Außenbereich. Und dann ist immer die Klimaanlage ausgegangen. Und dann gab es irgendwelche Ordner, die dann irgendwann in den Türen standen und verboten haben, dass man rausgeht, damit die Klimaanlage mal arbeiten kann. Das war auch sinnvoll, weil nach einer Stunde dann, das braucht ja auch in so einem großen Raum, bis man den Effekt merkt, war es dann auch endlich mal ein bisschen kühler. Ich finde, das ist ähnlich so eine Aussage wie in Leipzig, warum es da so schweinekalt ist. Also wenn ich doch große Hallen habe, und da sind ist ja nicht die erste Veranstaltung, genauso wie auch in Düsseldorf. Vielleicht weiß ich nicht, ich glaube, dann kriegt man es doch auch irgendwie hin. Ja, aber als Veranstalter bist du an den Hausmeister ja gebunden. Du fängst ja nicht selber an, nicht mit der Klimatechnik. Hausmeister sind furchtbar. Ja, Hausmeister beherrschen Deutschland. Das ist wichtig. Ja gut, dann war... Dann fand ich Düsseldorf dieses Jahr, es war unglaublich voll mit Ausstellern und es gab einen neuen Ausstellungsbereich, der so nach hinten ging an den Fensterfronten lang und das war extrem ungünstig. Bei Sonne? Weil die ganzen Aussteller halt quasi vor den hellen Fenstern standen. Und entweder war es total dunkel oder es war halt überstrahlt durch das Außenlicht. Man konnte echt nichts erkennen. Also wenn man da einen Platz hat, hätte man echt Scheinwerfer mitbringen müssen für seine Wolle. Das war wirklich schade. Und natürlich wurden da die Leute positioniert, die zum ersten Mal da waren. Weil klar, die anderen wollten natürlich gerne ihre Stammplätze wieder haben. Ja, klar. Also es ist ja auch sinnvoll, dass neue Leute erstmal die nicht so populären Plätze kriegen. Das finde ich vollkommen absolut legitim. Ich finde es auch gut, dass man irgendwie noch nach mehr Plätzen gesucht und geguckt hat. Na klar. Aber da muss man mit Beleuchtung, muss man da echt nochmal den Ausstellern dann sagen, bringt was mit, wenn eure Wolle gesehen werden will. Ich finde es auch tatsächlich gut, wenn auf Wollfesten auch die Aussteller, also ich bin jetzt ja im dritten Jahr in diesem ganzen Wollgedöns und wenn du halt auf Wollfeste gehst, wo du schon mal warst, ist es halt doof, wenn es dann wiederholt. Ne? Also wenn so ungefähr immer die gleichen Aussteller sind. Dann irgendwann kennst du halt auch den Sortiment. Ne? So. Ich war aber, bevor du in Düsseldorf warst, war ich noch in Blaufelden. Hohenlohe. Das war vorne im Jahr? Weiß ich nicht mehr so genau. Und ich war in Oppenheim. Gott, ich bin so ein Garntourist, das ist ja furchtbar. Moment, lass mal noch kurz was erzählen über Aussteller. Weil das fand ich, war dieses Jahr auch so ein bisschen so ein Thema bei den Ausstellern in Düsseldorf. Weil die Daniela Johansenova, die quasi Ausrichterin vom Düsseldorfer Wollfest, gesagt hat, bei ihr darf man als Aussteller nur ausstellen, wenn man nicht in Kiel geholt ist. Also Kiel geholt ist ja so ein neues Wollfest in Duisburg und Daniela wollte einfach keine Überschneidung. Und das war dann für einige Aussteller so ein bisschen schwierig zu verstehen. Verstehe ich auch, weil man will ja als Aussteller irgendwie bekannt sein, man möchte ja möglichst auf vielen Wollfesten dabei sein. Ja. Als Kunde wiederum sage ich, finde ich das durchaus ganz sinnvoll, weil auf die Weise führt es dazu, dass ich sowohl Lust habe, nach Duisburg zu fahren, als auch nach Düsseldorf zu fahren, weil ich an beiden Orten sicher sein kann. Ich sehe unterschiedliche Aussteller und nicht die, die ich sowieso schon immer kenne und vielleicht auch schätze, aber man möchte auch immer mal ein paar neue Leute kennenlernen, neue Färber kennenlernen. Und gerade für neue Färber ist natürlich sowas wie Kiel geholt dann super, weil die haben noch nicht die angestammten Plätze in Düsseldorf und bewerben sich dann für Kiel geholt. Und unterm Strich ist es auch das Wollfest von der Daniela Johann
Sanova. Johann Sanova. Die kann das auch entscheiden, wie die Bock hat. Und wenn die sagt, da sind nur zwei, haben die anderen halt auch einfach mal den Mund zu halten. Also da war ja ein Drama in Tüten. Das war ja fast so, als hätte irgendjemand sein Neugeborenes dem Antichrist geopfert. Ne, ernsthaft. Also da wird ein Bohai manchmal gemacht, wobei ich jetzt das Wort Bohai nicht negativ behaften möchte. Aber da wird ein Gedöns gemacht. Ich glaube, das liegt oft daran, Entschuldigung, ich weiß, jetzt finden mich viele doof, aber ich glaube, es liegt oft daran, dass es sehr viel weibliche Energie ist, die da aufeinander trifft. Insgesamt in dieser ganzen Strickszene. Und dass da wenig ruhender männlicher Pol wie von dir dabei ist. Also ich fand das nicht schlimm. Ich finde, die kann sagen, ja, will ich nicht haben. Und finde ich auch, wie du schon sagtest, für den Besucher finde ich das gut, weil es ist ja doch relativ nah beieinander, ja. Düsseldorf und Duisburg. Und am Ende muss es um die Besucher gehen, denn wenn bei beiden Wollfesten nicht genügend Leute kommen, hat keiner was davon. Und wenn keiner Wolle kauft, ist es halt auch doof. Also das hat ja keiner was davon. Düsseldorf waren wir, Duisburg waren wir nicht. Fahren wir dieses Jahr nach Kiel geholt? Ja, ich glaube, ich möchte da gerne mal hin, wenn es passt zeitlich, weil ich es halt noch nicht gesehen habe. Und gerade, weil da eben eine neue Aussteller ist. Wann ist denn das? Keine Ahnung, habe ich noch nicht auf dem Schirm. Super. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Gerne, ihr könnt uns gerne in die Kommentare die Termine für die nächsten Wollfeste schreiben. Zum einen wissen wir es dann und zum anderen bringt das Traffic auf dem Video. Ist da Bescheid. Ich weiß aber, ich möchte dieses Jahr gerne ja nach Amsterdam mal zu den Wollfesten. Das hast du erzählt? Da gibt es ja in Amsterdam, also in Holland, gibt es wohl zwei große Wollfeste alle halbe Jahr. Und das sind mal einmal in Amsterdam und einmal in Groningen. Und Ende April ist es halt in Amsterdam. Und da würde ich echt gerne hin, weil ja auch Amsterdam schön ist, aber es ist echt, ich habe mal geguckt, es ist so unfassbar teuer, ein Hotelzimmer in Amsterdam zu mieten. Da kriegst du wirklich, vergeht dir der Spaß, noch Geld für Wolle auszugeben. Und mit dem Zelt? Ist das nicht so Camping in Holland? Kiffen und Camping, ist das nicht das, was Holland ausmacht? Ich bin echt nicht der Zelter. Also nur, okay. Gut, fahren wir da nicht hin? Doch. Ach so. Ja, ich habe jetzt auch, ich hab man auch kann die Hoffnung, doch von hier aus auch nur einen Tag, oder das ist doch nicht so weit. Ja, aber ich finde ja, so eine Übernachtung ist schon ein bisschen schick, weil sonst ist man die ganze Zeit mit Abnachmittag damit beschäftigt, man muss noch zurückfahren und ich würde lieber abends was essen gehen, ein Bier trinken und dann irgendwo ins Bett fallen. Aber wann das ist, wissen wir auch nicht. Doch, ach, das ist im 1. und 2. Mai. Oh. Ich muss immer mit den Fingern die Oder? Haben. Ja, doch. Das ist aber jetzt dann schon bald. Ja, es ist Freitag und Samstag. Ich habe ja noch die Hoffnung, in Holland gibt es ja relativ viele Hotels, in Amsterdam auch, die dann immer mal neu aufmachen und dann so Angebote haben. Und ansonsten muss man überlegen, ich habe mal geguckt, wenn man so 20 Minuten rausfährt aus Amsterdam, wo man irgendwie so ein Hotel hat mit einer S-Bahn-Anbindung, wird es dann auch wieder bezahlbar. Okay. Machen wir Amsterdam. Das ist jetzt das, was wir dieses Jahr vorhaben. Aber das jetzt genau, wir sind ja noch bei 2019 bei den Wollfesten. Lass mich mal überlegen. Du warst auf vielen Wollfesten. Ja, ich meine auch noch mich zu erinnern, also in Oppenheim war ich auch, aber das Oppenheim muss... Du bist ein bisschen sehr mittig im Bild. So, Entschuldigung. Gib mir doch mal ein bisschen Platz hier in einem Video. In Oppenheim war ich, aber das ist nicht so erwähnenswert. Oppenheim ist jetzt nicht das schönste Wollfest dieser Erde. Das ist halt draußen in der Altstadt von Oppenheim. Es ist sehr weitläufig und ja. Ach doch, ich war noch beim, wie heißt es denn? Das, sag mal. Wolle und Meer? Wolle und... Nee, das im Industriemuseum hier im Rheinischen Landesmuseum. Da war ich noch beim Wollfest. Einen Tag. Das war aber auch echt, das war so ein, da war es so unfassbar heiß. Da bin ich hingefahren, habe irgendwie um, war eine halbe Stunde vor Öffnung da, habe Wolle gekauft und Viertel nach elf, also es ging um elf los, war ich schon wieder auf dem Rückweg quasi, weil es so super heiß war, eins von diesen Wollfesten. Ist halt auch draußen, ist halt schön von der Location, aber eben sehr, sehr heiß. Bei diesem Wollfest im Gewächshaus warst du nicht, gell? Nee. Nee, da ist die Iris immer nur. Ja. Ich glaube, dann war es das schon beim Wollfest. Da habe ich mir Wolle kaufen lassen, lustigerweise. Nee, Westerwälder Wollfest. Oh noch. Ja, das Westerwälder Wollfest. Und, letzte. Und das ganz kleine dürfen wir nicht vergessen. Und das kleine private Wollfest. Wo wir vor zwei, drei Wochen waren. Ja. Vier Wochen. Aber genau, das war das Westerwälder Wollfest. Natürlich. Ein fester Bestandteil jedes Jahr. Absolut. Weil die Alte da Wolle wickelt für einen guten Zweck. Also ich in dem Fall. Ja?
Und nächstes Jahr, dieses Jahr, ist das Westerwetter-Weltfest auf jeden Fall wieder fest eingeplant, weil es eben zudem auch noch das deutsche Revelry-Treffen ist. Genau, aber es ist nicht mehr in der gleichen Location, sondern es ist ein Dreiort weiter. Genau, größere Location. Wir erwarten deutlich nochmal mehr Menschen, einfach weil das Revelry-Treffen da ist. Es wird ein paar Workshops geben, vielleicht auch von mir. Und ja, man muss doch mal schon mal Werbung machen, oder? Warte mal, stopp. Weißt du das schon oder nimmst du das jetzt nur an? Oder hat es wird auch ein paar Workshops geben, vielleicht auch von mir. Punkt. Ich hasse sowas. Was denn? Wurscht. Wie haben wir was denn mit der Ramona hat mich letztes Jahr schon gefragt, ob ich nächstes Jahr Lust habe, Workshops zu geben. Da habe ich gesagt, ja. Gut. Das Ramona ist die Initiatorin von Westerwälder Wolf. Und von der Westerwälder Wollschmiede die Färberfrage. So, wer macht jetzt hier Werbung? So. Auf jeden Fall, das würde ich mir auf jeden Fall an eurer Stelle im Kalender eintragen. Es wird bestimmt eine spannende Veranstaltung dieses Jahr. Da wird nochmal ein bisschen was gehen. Ja. Genau, und dann hatten wir letztes Jahr noch ein ganz kleines Wollfest oder Woll-Event, wie auch immer. Mhm, erzähl mal. Toll. Das war vor drei Wochen, ich weiß nicht so genau. Es war am ersten Advent. Am ersten Advent war es, also vor ein bisschen mehr als 4 Wochen. Fuhr ich auch hier nach diesem Köln und da sind wir zusammen zur Elke Ute Bohai gefahren. Elke was? Elke Ute Bohai. Ich nenne sie liebevoll Ute. Okay. Das weiß sie. Hallo Elke. Bohai-Garne, das war ja im letzten Viertel vom Jahr oder auch so ab Sommer war das ja überall. Du hast noch gesehen Bohai-Garne oder Bohai-Jans oder wie auch immer das heißen mag. Und da habe ich immer gedacht, geil. Die färbt ja mal mit Sinn und Verstand. Ja. Das soll nicht... Ach, ist auch egal, ihr wisst doch, wie ich meine, so wie ich es sage. So, die färbt mit Sinn und Verstand. Und die hatte so noch in ihrem Atelier, Haus, Schrägstrich alte Schule, Schrägstrich Turnhalte, Schrägstrich Kunst gedönst. Da hat die gesagt, hier, komm vorbei, ich mache 2 Tage lang. Ich färbe wie eine Irre 700 Kilo Wolle, legt die da aus und ihr könnt alle kommen. Offenes Stricken mit echt nettem... richtig leckerem Buffet und Sachen und so und sehr zwanglos, also man konnte einfach vorbeigehen, ohne Anmeldung, ohne irgendwas. Das war wirklich toll, das war richtig toll, also weil auch einfach, wir saßen so nett an so einem Tisch mit Tanja und Thekla und die sich aus einem Strang Wolle und Pulli strickt, wie hieß sie nochmal, auf Instagram, ich hab's vergessen, Knitting, keine Ahnung, du weißt das, was ich meine, die sagt, ach guck mal, ich habe einen Strang gestrickt, mir einen Pulli und ich denke, ich hasse sie. Liebevoll gemeint. Das war toll. Ja. Und ihr Mann war auch da und der Hund und dann man konnte ein bisschen Kunst, es gab ein bisschen Kunst, bisschen Wolle, Mandarinen, Zauberäpfel habe ich geschnitzt. Richtig. Mir konnte Wolle kaufen, das war toll. Ja, das war wirklich sehr, sehr ein sehr schönes und ich meine, sonntags gab es da noch ein Highlight on top. Das war ja samstags und sonntags. Ich war leider sonntags nicht da, aber sonntags hat Ed hier hat uns Weihnachtsgeschichten gelesen. Ja, ich habe halt ein paar Weihnachtsgeschichten gelesen, man konnte dazu stricken und das war auch eine sehr nette Atmosphäre. Also klingt für mich nach Wiederholung. Ich glaube auch, dass die Elke sowas nochmal im Sommer plant, weil die hat ihr Atelier auf einem sehr schönen Areal stehen, wo man auch sehr schön draußen sitzen kann und stricken. Und ich glaube, da wird es eine Wiederholung geben. Und geil wäre es dann, wenn sie dann auch noch sagt, hier, ich habe da noch 2, 3 oder gar nicht so viel, oder 5 auch Handfärberin und sagt, komm doch vorbei hier, nimmst einen Tapeziertisch mit, los, geh die wilde Fahrt. So, aber also so richtig klein, weißt du? Mhm. Und auch... super exklusiv ausgewählt von dir. Von mir ausgewählt und auch nur mit Einladung über Gästeliste. Also, dass nicht jeder hin zum Kunst da hinkommen kann. Verstehe. Das ist eine Idee. Oder ich mache das mal selber. Oh, das wird schön. Du bist dann für die Gästeliste zuständig? Mhm. Okay, man muss sich jetzt gut stellen mit Marco. Ach, Quatsch. So. Ihr seid Blödsinn. So, da waren wir und dann ist das Jahr auch schon... Oh, guck mal, da irgendwas tut's. Das war das Jahr mit Wollfest. Übergehst du das jetzt einfach? Das ist doch einfach nur Google, was ich da irgendwie dass du das jetzt abtust. Jetzt sehen wir uns halt nicht mehr. Ach, das Bild ist halt auch egal. Guck, so, schon ist wieder alles gut. Doppala. Ja. Das war die Wollfeste. Ja. Wie ist denn so bis jetzt für dich der Verlauf dieser Videoreihe? Ist das für dich gut? Oder denkst du, bist du jetzt die ganze Zeit, dass du denkst, ach so, irgendwie läuft es nicht? Alles gut? Ich bin tiefenentspannt, alles gut. Ich auch.
Ich merke halt, dass du mich immer ein bisschen aus dem Bild drängst. Guck mal, ich bin hier immer ganz am Bild dran. Wir haben unten in einem Tablet stehen, da können wir unser Bild sehen. Und du kannst doch einfach näher kommen. Oder? Sehr prominent sitzt da irgendwie der Herr Strick mir was im Bild und ich muss mich immer so ein bisschen ranwanzen. So, was steht auf deiner Tasse? Ich hasse Menschen. Nicht alle. Ja, dann lass uns doch mal über Entdeckungen des Jahres, so habe ich die Kategorie genannt. Bohai Garn. Okay. Haben wir jetzt aber auch oft genug gesagt. Ich glaube, jetzt konnte auch Bohai Garn nochmal in die Tanja. Die hat gut bezahlt. Da, die kann man noch ein bisschen. Die kann man noch ein bisschen. Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight meines Jahres. Das ist von Jeffree Star. Die habe ich in Amerika. Kennst du Jeffree Star? Das sieht für mich aus wie im Türkei-Urlaub, so ein Babytäschchen gekauft. Genau, das ist aber leider tatsächlich nicht. 10 Euro. Und die war leider schweineteuer. Guck mal, da sind so kleine Schweinchen drauf. Ist das nicht süß? Aber ist das nicht eine Kosmetiktasche? Ja, ist es aber eigentlich, aber die wollte ich halt haben. Okay. Den brauchen wir nicht. Aber ich will, wenn wir auch Sachen, dass wir auch mal was zeigen. Bitte. Dass man auch einfach mal so ein Label in die Kamera hält. So, Guckkamera hier. Muss echt gut bezahlt worden sein. Also das ohne Witz, das war tatsächlich eines meiner Highlights, weil geil gefärbt und schöne Wolle. Mhm. Das ist Bohai Garn von der Elke. Warum habt ihr sich die rausgeholt? Um was ging's? Du wolltest Werbung machen für Bohai Garn. Und es ging um die Entdeckungen des Jahres. Weil viel bezahlt, haben wir jetzt hier mitgemacht. Nee, das war wirklich eine Entdeckung. Und sehr nette Frau. Ich finde, das ist ja auch immer, da muss ja immer so ein bisschen die Chemie stimmen. Ganz oft ist es so, wenn du zu so Handfärberinnen sind es ja meistens auf so Wollfesten gehst, die haben nicht so Bock auf Blogger, weil die immer denken, wir wollen einfach nur umsonst Wolle abschmarotzen, dass wir die einmal kurz durchs Video halten. Unterm Strich ist es auch so. Machen wir uns da auch mal nichts vor. Aber die war wirklich nett. Okay. Naja, man darf das jetzt auch nicht unterschätzen, ne? Lieber Handfärber. Also wenn man so ein paar tausend Zuschauer hat und gut über Wolle spricht und dann die Wolle unten noch verlinkt. Das hat mal eine in ihrem Video gesagt, dass sie das nicht mehr macht und dass sie sich auch ihre Werbewirkung bewusst ist. Und da wurde drunter geschrieben, so unterm Strich. Habe ich nie verstanden. Wer hat das? Eine Handwerkerin oder eine Bloggerin? Nee, eine Bloggerin hat mal in ihrem Video gesagt, dass sie das eigentlich nicht mehr machen will, umsonst Werbung oder beziehungsweise für, keine Ahnung, strenge Wolle. Okay. Und dann wurde drunter geschrieben, du nimm dich nicht so wichtig. Ich glaube tatsächlich schon, dass wenn wir irgendwas stricken und sagen und wiederholen den Namen Bohai Garn nur oft genug, der brennt sich so in die Köpfe ein. Das ist ja Werbung. Naja, eigentlich finde ich, geht es ja darum, einen Link zu machen und dann kann man selber nochmal objektiv zu gucken, was gibt es denn von dieser Handfärberin und kann sich selber ein Bild machen, ob ihm das gefällt oder nicht. Aber mir geht es ja ganz oft auch so. Ich bin ja erstmal gespannt, wenn ich überhaupt mal neue Tipps bekomme. Also wenn ich einfach mal einen Hinweis bekomme, guck mal, hier gibt es einen Färber, das finde ich super. Genau. In dem Zusammenhang war für mich eine Entdeckung des Jahres Garn Stories. Die hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Und manchmal ist es ja echt so ein bisschen absurd. Ich war im Frühjahr in Amsterdam. Natürlich war ich dann bei Stephen West in dem Laden. Und da habe ich Garn Stories zum ersten Mal gesehen und dachte, ach, spannende Färbungen, gefällt mir total gut. Habe dann zu Hause mal recherchiert, wo kommt Garn Stories eigentlich her? Und dann war das sehr lustig, weil Garn Stories kommt aus Hannover. Also in der Nähe von Hannover. Das ist eine Frau, die da sitzt. Und über einen eigenen Shop auch ihre Wolle vertreibt und auch so ein klassisch handfärbermäßig macht. Wenn man sich beim Newsletter anmeldet, kriegt man halt immer so eine E-Mail hier, Update morgen wieder. Und das waren schon auch Farben, die mir echt gut gefallen haben. Also nicht super kreischig bunt, aber durchaus auch mehrfarbig, aber eben sehr geschmackvoll. Hat mir echt gut gefallen, war für mich so eine Entdeckung von Färbungen dieses Jahr. Dann muss ich sagen, für mich eine absolute Entdeckung des Jahres war Atlana. Oh ja, das mit dem quergestrickt Kreuz und quer von vorne hin. Ja. Atlana ist ja also erstmal eine Strickzeitschrift aus der Schweiz, von einem Pärchen zusammen veröffentlicht und davon gibt es bisher zwei Ausgaben. Eine erste Ausgabe war halt mit Frauenmodellen und dann haben die als zweite Ausgabe direkt ein Herrenheft hinterhergeschossen. Das ist cool. Und ich habe gedacht, puh, das ist aber ganz schön mutig. Also ich fand es natürlich super, weil ich immer finde, es gibt viel zu wenig Herrenhefte, aber ich dachte, man bräuchte vielleicht eher so 2-3 Frauenhefte, um sich zu etablieren, bevor man sich dann mal trauen kann, ein Herrenheft hinterher zu schießen. Aber haben die nicht gemacht. Haben es sofort rausgehauen. Und ist nicht sowieso immer alles Unisex? Ja, das sowieso. Aber das hier wurde wirklich auch ganz oft so in der Strickszene nachgestrickt, also zumindest in meiner Blase. Ich weiß noch ganz lustig, der Sven Lersch von Sonjitsu, ich kann das immer nicht merken, Sonjitsu Wolldesign, der Bobbelwickelt, der hat sich diese Weste nachgestrickt
Und der hat natürlich auch eine große Community, einfach über seine Wollbobbles, die er da wickelt. Und ist dann wirklich mehrfach gefragt worden, ob die schon fertig ist oder ob die so sein soll. Ach so, weil die, ja, okay. Weil die so, ja, die hat halt schon ein sehr interessantes Design. Also Atlana arbeitet halt viel mit so Diagonalen und ja, sehr spannend. Ich habe mir davon auch eine Strickjacke gemacht. Diese grüne, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Und das war für mich eine doppelte Highlight-Entdeckung. Zum einen, weil ich halt diese Strickjacke mit diesem tollen Schalkragen super fand. Zum anderen aber, weil ich da auch ein Garn verarbeitet habe zum ersten Mal, das für mich so mein Garn des Jahres quasi ist. Das ist die Biomerinos von Schoppel. So ein Garn aus Merino-Wolle mit, ich glaube, 5 oder 10% Leinen. Und das Garn liebe ich einfach. Das ist einfach so ein... erstmal sind die Farben halt sehr schön. Das sind so gedeckte Farben. Und es ist halt sehr griffig und trotzdem schön zu verarbeiten. Also für mich wirklich mein Garn des Jahres. Und ich habe schon das nächste Projekt, was ich damit auf jeden Fall umsetzen will. Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist dein Garn? Ich denke drüber nach, nie. Aber du hast Mohair für dich entdeckt, ne? Ja, stimmt. Ja. Ich helfe mal. Schau, ich habe Mohair für mich entdeckt. Am Hals. Und ich finde es richtig geil. Echt? Kratz nicht? Nee, also... Absolut nicht. Ich habe Mohair, das ist übrigens dieses Snuggle-Ding, wovon Tausende gestrickt worden sind. Die gibt es in schön und es gibt den hier. Der richtig schön. Quatsch. Nee. Tolles Teil, passt gut und es kommt Mohair rein. Das ist ein Hedgehog-Fiber. Hatte ich vorher noch nie, finde ich gut. Haben ja immer alle von geredet. Habe ich mir gekauft. Wir sind ja viel Geld in diesem Scheunenverkauf, wo wir waren, weißt du? Da Wollschmiede Holzweiler, genau. Menschenwerbung dann auch richtig? Genau, der Wollschmiede Holzweiler. Ja, das finde ich gut. Ich finde, Mohair kann man durchaus mal machen. Wie oft willst du diesen Zettel eigentlich noch auf den Boden werfen? Das ist so ein bisschen Workout für mich, weißt du? Zettel runter und wieder hochholen. Genau, Mohair habe ich entdeckt. Vom Garn her, ich stricke ja erstmal auch mal so alles daher. Also mir ist ja vieles auch egal beim Garn. Ich habe Single-Wolle auch tatsächlich noch für mich entdeckt, also dieses Singolo, also einfach Single-Garn. Es gibt eine Singolo, die Ramona, die gefärbt von der Westerwelle Wollschmiede. Okay. Da habe ich für mich entdeckt und die Merino-Jack habe ich neu für mich entdeckt. Die Sockenwolle du hast? Mhm, genau, die finde ich ganz gut. Okay. Finde ich ganz gut. Ja. Ja, stimmt, die ist auch schön. Ja, die mag ich gerne, die greift schön, ja. Die ist toll. Also das geht so in die Richtung wie die Biomerinos, bei der Biomerinos finde ich halt die Farben so geil. Das sind so schöne, tiefe Farben, das gefällt mir echt gut. Ja. Und dann ist ja auch, also es gibt ja auch bei den Stricknadeln ja immerzu wieder quasi Neuigkeiten. Ich weiß, bei meiner allerersten H&H vor 3 oder 4 Jahren kamen diese Prim Ergonomics raus. Das mag ich gern. Und irgendwie haben die sich ja nicht durchgesetzt. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der die mag. Und ich glaube, du bist wirklich der Einzige, der die mag, weil... Ich liebe die. Ich finde dieser Nupsi da vorne... Ich finde dieses Plastik einfach irgendwie... Ich habe das Gefühl, das ist billig und dieses Seil gefällt mir nicht. Und nee, also so, als Rundstricknadel finde ich die jetzt auch nicht so geil, aber als Nadelspiel... Also, ich liebe das. Absolut. Prüm, hier, gute, ich bin's. Wenn du Restbestände hast, die ihr nicht abverkauft, ab zu mir damit. Ich finde die geil, diese Nupsi da vorne, das ist einfach die beste Erfindung, wenn man bei Stricknadeln von Erfindung sprechen kann. Aber du strickst doch total fest, du brauchst ja diesen Nupsi gar nicht. Ja und? Okay. Ich mag den trotzdem gern leiden. Also für mich war jetzt das Highlight in der Hinsicht die Adi Novelle. Ich habe echt vorher gedacht, boah, Adi jetzt schon wieder irgendwie eine neue Nadel. Aber ich habe diese Adi Novelle, dieser ergonomischen Stricknadel gestrickt und es macht wirklich Laune. Also zum einen ist das Strickbild wirklich sehr gleichmäßig, dann ist sie sehr leicht und es fühlt sich wirklich gut an. Also, das ist die mit diesen ganz vielen Nupsis. Genau, die so bei Arthrose und Rheuma besonders hilfreich sein soll. Habe ich jetzt keine Verträge mit, Gott sei Dank, weil ich halt nicht mit dem Knie stricke. Mit Arthrose oder mit Adi? Mit Arthrose habe ich schon Probleme, deswegen sage ich ja, ich stricke nicht mit dem Knie. Okay. So, aber Ach, oh. Krankheiten, bitte Krankheiten, nicht. Nein, Krankheiten. Nein.